Weg-Wix-Runde. Wenn Hannawald schreibt, nicht mein Sport, kann ich aber besser. Trotzdem faszinierend. Man merkt schon, dass das eine echt harte Gruppe war, wenn wir jetzt mit diesem popligen einmal gewonnen, einmal unentschieden, immer noch auf dem zweiten sind. Alle nichts geschissen gekriegt, außer die Franzosen. Die sind einfach Ja, abnormal. oder sie waren alle so gut, dass sie alle gleich gut waren und deswegen gab es so viele Unentschieden. Ja, das sage ich, das war eine brutale Gruppe. Also echt, Respekt an die Ungarn, dass sie da so gut mithalten konnten. Sind immer noch, wir sollten einfach unseren Volkssport ändern. Den Völkerball. Oh ja. Schöne Idee. Oder Brennball. Ich mag ja immer Brennball. Ausrüstung und Siehst Waffen du? überprüfen. Sind beides tolle Ideen von euch. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Ich wollte aber aufs Curling hinaus. Okay. Es gibt wenig Emotionsloseres als eine Curling-Meisterschaft, glaube ich. Das ist nämlich einfach schön, wenn so 50 Pfälzer im Biergarten hocken und beim Curling. Das Ding da rutscht. Den muss er doch fegen, den muss er doch fegen. Was macht er denn? Wisch, 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 Ja, da sehe ich wisch, uns. Wisch. Ach, das können wir mit Sicherheit auch irgendwo mal machen. Also wenn wir mal irgendwo im Winter Zeit haben. Einfach mal lässig einen wegcrawlen. Abschuss. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Zum Abschluss Brei gegeben. Kelly. Boah, Mutter füttert ihr Scheiße. Kind noch. Ah, da. Ja, wieder so ein Typ in der Snipe. Kannst du lesen. Kann ich dein Heli auch analysieren? Nee. Naja, für alle Beteiligten. Gut, das war genug Vorgeplänkel. Jetzt wird das ernst. Ich glaube, das Aufwärmen ist erledigt und wir legen jetzt endlich los. Du Henny. Du, es wird jetzt ernst. Ich dachte echt, ich dachte wirklich, Sibylle. Ja, nochmal ein Junge, da ist scheiße. Sind Sie bereit, meine Damen? Gehen wir hin? Farmland? Selbstverständlich! Er hat's kapiert! Ich gebe Risen. Heute Geld. Der Job ist einfach. Sichert mehr Geld als der Feind. Das schaffe ich nicht. Ja, aber da steht ein Auto, wo ich mal kann. Kannst du düsen im Sausefitz. Kein der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Ich weiß nicht, wieso Martin, der du sowas sollst tut. Nicht alles glauben, was irgendein Unbekannter dir ins Ohr funkt. Echt? Der hat aber gesagt, der ist von The Bills. Okay. Verstehe ich, warum du darauf erstmal eingehen möchtest. Das machen ja alle. Aber, Wandertipp. Aufklärungsauftrag lokalisiert. Was? Nur dahin? Hm? Müssen Sie im Aufklärungsauftrag hin? Ja, wir müssen nicht, aber es bringt halt Kohle. Da habe ich gedacht, nehmen wir den mit, wenn wir eh hier abspringen. Dann nehmen wir den mit. Du wolltest doch zum Prison. Stimmt. Ja. Wo steht ein Auto? Wir machen das jetzt professionell. Guck einfach auf der Map, hier stehen überall welche. Der Henne räumt jetzt mal das Farmland leer. Timo, du räumst das Prison leer und ich räume hier Lamba leer. Und dann haben wir hier in 10 Minuten eigentlich gewonnen. Ja, geil. Erstmal da hinkommen zum Prison. Hier gesagt, hier ist ein. Links von dir ist ein. Nächste Straße, links steht ein Auto. Wenn ich mich auskenne. Das ist nämlich dem Hans Zieler seine Karre, der schließt nie ab, der Ding. Ach, der? Richtige. Ja. Das ist echt so ein übervertrauensvoller Schmock. Negativ, steht kein Fahrzeug. Weiterlaufen bis ans Ende und dann rechts zur Querstraße. Da steht eins. Ich bin so gut. Buchen Sie mich. Wäre egal was. Wir kommen ins Gefängnis. Später. Jo, servus. Haft. Haft. Exciting. Ach, Start Creme. Start wirklich jetzt Creme. Creme. Timo? Ja? Ist Donnerstag bei dir auch RP-Abend? Nee, warum? Wann machst du noch RP-Abend? Extraktion!
mach wahrscheinlich Donnerstag spät Feierabend, ja. Erstmal Prison durchhupen, sie wissen, ich komme. Erstmal Prison durchhupen. Rück zur markierten Position vor und sichert den Bereich. Direkt eine legendäre. Aber streamst du Donnerstag, nee, doch nicht. Oder was? Sportstream, Donnerstag, ja. Aha, der schulden mir noch 10 Liegestütze. Ja, stimmt. Scheiße, ey. Geil, ich habe auch noch 14 Milliarden Bits von ihm, weil ich mich immer einlogge, aber nicht rausgehe. Wusstest du wirklich nicht, wer die da reingemacht hat? Irgendwie die... Deine Regie, diese Liegestützen da reingepackt, oder? Nee, ich hab die nicht da reingepackt. Ich hatte eigentlich nur die Kniebeugen, weil Liegestützen machen da einfach keinen Sinn. Ja. Hinter dem DJ-Pult, deswegen. Ich hab mir nämlich auch gedacht, hä? Liegestützen? Das hat er nie. Das muss ein Versehen gewesen sein. Schnell ausnutzen, bevor es merkt. Läuft zum Gefängnis, Timo? Ganz gut, glaube ich. Basie in die Witch geballert gerade. Klassiker! Aufgeklärungsdaten gesichert. 150 auf meinen Nacken. Oh ne. Oh, zum Glück. Ich war kurz erst. Oh, ach, verdammt. Sorry. Arschloch. Und auch noch gesaved oder was? Toll, Timo. Dass wir es auch noch sicher haben, das Geld. Oh, bin ich auch noch Top-Verdiener oder was hier? Oh, verdammt. Ja. Oh, Legendary-Truhe. Ach, verdammt. Vorratskiste markiert. Paket sicher. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Nächstes Ziel entdeckt. Risiko Invest. Das Gebäude aus Asbest. Au. Risiko Invest. Hat jetzt Lenken oder Denken gesagt? Hä? Ich übernehme das Denken. Hm? Okay, gut. Aber wer lenkt? Aber wer lenkt? Achtung, du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Oh, das bin ich. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. Ich mag dieses Geräusch. Bidim, bidim.
Werf mal mein Geld weg, bevor Martin seine Freunde herzieht. Ein Topverdiener, was so heißt das? Topverdiener markiert, du bist auf der Map zum Geldsack angezeigt. Okay, super. Wenn ich es abgebe, ist es weg, oder? Ja. Dann nach oben. Ich muss so lange den Scheiß mit dir umträgst. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Super, ich würde sagen, das nächste Mal kennt sich einer von uns als meistgesucht, oder? Da war Timo im Prison und dann halten wir das einfach und dann gewinnen wir. Dann kriegen wir sogar ein harmonisches Spiel. Mhm. Ich hab kurz Geld weg. Ich höre. Da oben war noch ein Ballon, wenn du einen brauchst, mein. Okay. Da ist ein Transportballon. Burg. Hallo. Allah. Ich schon die Millionen. Ne. Aber gerade fehlt so der letzte Glachsahne aufs Häubchen. Hm. Einfach keine Ballons mehr benutzen. Ne, brauchen wir nicht mal. In der Dreiviertelminute gibt's 33.000. Ich wollte gerade sagen, die maximalste Bedrohung für Martin bis jetzt ist ja selbst. Gut, arschgefährlich, aber was? Ich übernehme den. Oh ja, komm, jetzt haben wir jetzt ein Geld abgeholt. Das jetzt schmeckt. Oben beim Lamba ist einer. So. Noch eine halbe Minute und dann haben wir die Millionen. Waren nördlich der Kirche? Waren wir da schon? Nee, wenn du da noch nicht warst, ich war da nicht. Ich bin jetzt, nee. Nachdem ich fertig war, zeige ich zu dir rüber. 10 Sekunden bis zur Million. Radarsuche wird gestartet. 5, 4, 3, 2, 1. Bingo. Du bist den feindlichen Verfolgern entkommen. Guter, ihr habt die Million. Zack. Die kann nicht mehr gestohlen werden. Achtung, ein feindlicher Angriff kommt, er nähert sich. Abschießen und das Geld sichern. Geil, ich bin gut, ja. Gegner. Wo? Auto auf dem Weg zu dir. Ah. Und wieder weg. Ne, einer ist ausgestiegen. Ja. Och, wie kann das denn sein? Och, Mann. Ich baller alles in dem rein und er zuckt kurz mit der Snipe und ich bin weg. Warum krieg ich die immer nicht downgeschossen? Der kommt mich jetzt finishen, ne? Nee. Nehme ich an, nicht? Nee, die sind in einem anderen. Ah, okay. Ich steh von dem. Die wollen mich wahrscheinlich erst umgehen. Halt durch, Martin. Jetzt kommt einer, den ich finde. Ja. Strike. Im Luftbereich frei, Timo, ich hab auch noch einen. Ja, ich meine. Alter, der hat mich auch One-Tap. Ja. Von 400 Metern, ich saß an irgendeiner Ecke ganz komisch hingebackt. Achtung, verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug. Ey. Wie gut sind die denn bitte? Hab ich doch gesagt, du bescheißt. Hm. Ich glaube auch. Es tut mir leid, Morgan, das.
Mir eigentlich nichts, mir egal, blöd Bitch. Digga, Assi, der Mann. Feindliche Drohne über uns! Und? Es tut mir leid, Harald Junke. Ich hast du das mit dem geschunke. Ich lad mal auf dem Haus mit dem Geld, wie wär das, hä? Ja, da bin ich auch gerade hin. Dann zähl ich nochmal ab hier. Wir sind jetzt beide da hinten, okay. Ja, das ist okay. So. Das diskutiere ich doch gar nicht. Ich meine doch einfach. Völlig vergessen, jetzt, in welche Richtung diese blöden Deppen jetzt waren. Wir sind noch heute noch nicht hin. Weißt du, was diskutiert? Oh, ich meine, hast auch recht, wir sind auch gar noch nicht so weit weg vom ersten. Ja. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, also da müssen wir jetzt Gas geben. Ja, dann mach das. Schnauze und arbeiten. Hast du das Geld? Ja. Ja. Also nicht mehr, schade. Ja. Ah. Wieder wegen so völlig dummen Investmentfeinden. Ja. Geringverdiener. Ja, richtig. Bin ich gut? Ich bin von Traurigkeit geprägt. In deinem Arsch. Ja, es wummert auch also. Es wummert die Traurigkeit, drum mache ich kurz die Beine breit und lüfte dann mein Trauerkleid. Ist richtig. Ich bin der krass Blechmuschi. Blechmuschi? Ist aber das ganz was Schönes so. Schmeckt aber auch echt wie Metallin. Der berühmte Spandex Amarantis.